Es ist ein sehr modernes Fahrzeug. Es hat alle Qualitäten und alle Innovationen und alle Standards, die heute eine BMW einfach aufweist. Es ist ein hochemotionales Fahrzeug, wahrscheinlich das emotionalste Fahrzeug, was wir im Moment im Programm haben, für bestimmte Kunden. Das heißt, wir reden von Kunden, die nicht 150 PS brauchen, einfach, aber trotzdem zeitgemäß, modern und natürlich sicher unterwegs sein wollen. Da spielt auch das Thema Customizing eine wichtige Rolle. Das Fahrzeug lässt sich mit verschiedenen Paketen umrüsten. Es wird Zubehörteile geben, wo man das Motorrad weiter individualisieren kann. Sehr wichtiges Thema, um die Emotionalität zum Fahrzeug auch sehr stark aufzubauen. Die 90 ist ein Motorrad von Anfang bis Ende reine Emotion. Das fängt an, wenn ich das Fahrzeug anschaue, weil überall so schöne Details dran sind, die schönen Oberflächen dran sind. Wenn ich aufsteige, wenn ich losfahre, der Sound, die Vibration, eigentlich alles. Ja. Die 90 ist das Fahrzeug, wo ich vors Café fahre und nicht 10 Meter entfernt vorm Café parke. Wenn man sich die 90 anschaut, dann sieht man sehr klar, dass das Design typisch klassisch ist, wie die alten Motorräder das hatten. Wenn man sich eine 75-5 nimmt aus den Anfang der 70er Jahre, da gab es eine Lampe, da gab es einen Tank, da gab es eine Sitzbank und gab es einen Kotflügel. Und jedes dieser Teile hatte eine Funktion und die 90 ist eigentlich sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Es ist ein It's a very modern machine. It has all the qualities, innovations, and all the standards of a modern-day BMW. It has a lot of feel. It's probably the most appealing bike that we have in the line at the moment. That is, for those customers who don't need 150 horsepower, yet still want a contemporary, fashionable, and of course safe mode of transportation. Customizing the bike also plays an important role. The bike can be delivered with different custom packages. There'll be accessories available so you can further customize it. One of the important qualities of the bike is that it creates really strong emotions. From start to finish, the 90 is pure emotion. It starts when I look at the bike, because all the beautiful details are there, the gorgeous finish. It's all there when I get on and start rolling. The sound, the vibration, basically everything. The 90 is a bike where I'll drive right up to the cafe and not just park it 10 meters away. When you look at the 90, then you can see very clearly that it's a typically classic design, like the old bikes had. If you look at, say, a 75-5 from the early 1970s, there was a headlight, there was a tank, there was a seat, and there was a fender. And each of these parts had a function, and the 90 is actually built very similarly.